SVS Power Tool. Gerd Deiss ist gerade im Hotel in Bremen angekommen mit dem SV Sandhausen, morgen vor dem Spiel gegen Bremen. Gerd, wie sieht es aus zum Spiel? Gut, wir sind natürlich sehr optimistisch. Wir wollen natürlich morgen auch in Bremen bestehen. Das heißt, dass wir alles dran setzen werden, 3 Punkte aus Bremen mit nach Sandhausen zu nehmen, um uns letztendlich dann auch in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz nach oben zu schieben. Personell ist es also so, dass Roberto Pinto, der Julian Schauerde, der Tim Rubin und auch der Michael Schliegel leider nicht dabei sein können, aber sonst stehen wir alle anderen Spieler zur Verfügung. Und wir werden also morgen alles versuchen, um da eine gute Leistung abzuliefern, um das Spiel zu gewinnen. Seit deiner Übernahme hat der SV Sandhausen eine gigantische Serie hingelegt, inklusive Einzug ins Pokalfinale. Und ich glaube, der Klassenerhalt dürfte mit 53 Punkten ja nicht ganz in trockenen Tüchern, aber so ziemlich geschafft sein. Gut, ich denke, die 43 Punkte, die werden letztendlich dann auch reichen. Sind zwar jetzt halt noch ein paar Prozent Punkte theoretischer Natur, aber ich denke, diese Punkte, wo ich geholt habe, 11 Spiele, 22 Punkte, wenn man die Tabelle anschaut, die waren ja auch bitter notwendig. Wenn man gerade ein paar Punkte weniger geholt hätte, wären wir noch ganz dick in den Abstiegskampf verstrickt. So haben wir eine gute Position, aber nichtsdestotrotz wollen wir diese paar Prozentpunkte wirklich dann auch morgen erledigen, dass wir dann auch 2 Spieltage vor Schluss letztendlich dann schon planen können, dass wir auch nächstes Jahr in der 3. Liga sind. Das ist natürlich eine komfortable Situation, aber diese Situation war gar nicht so einfach. Wenn wir letztendlich bedenken, dass, sage ich mal, gerade die Mannschaften im unteren Drittel unheimlich stark gespielt haben, inklusive des SV Sandhausen. Und wenn wir nur die Ergebnisse von heute wieder anhören, Babelsberg gegen Dresden ist zu Ende 1-1 und Saarbrücken führt in Unterhaching zur Halbzeit 1-0. Also da ist der Abstiegskampf doch besonders schwierig gewesen und eine sehr gute Serie notwendig gewesen, oder? Ja, die Serie war ganz klar notwendig, wenn man sieht, wenn wir jetzt 5 Punkte weniger hätten. Und ich denke, das wäre eigentlich dann auch noch eine gute Serie gewesen, wenn wir 18 Punkte geholt hätten. Aus 11 Spielen wäre das auch eine Punktanzahl gewesen, wo sich sehen lassen kann. Aber es war schon sehr wichtig, dass wir da in die Erfolgsspur zurückgekommen sind, zurückgekehrt sind. Und wie gesagt, die Ergebnisse, die spielen ja teilweise schon verrückt. Dann gewinnen Abstiegskandidaten bei Meisterschaftsfavoriten und. Und wie gesagt, am besten ist es, man holt selbst die Punkte. Dann ist man zum Schluss nicht auf andere Mannschaften angewiesen und kann letztendlich selbst alles erledigen. Gerd, wir danken fürs Gespräch und wünschen natürlich morgen zum Spiel in Bremen, weil für Bremen nagt auch da unten, ist so ziemlich abgestiegen. Das könnte sicherlich auch nochmal spannend werden und wir freuen uns natürlich, hoffentlich morgen Abend ein positives Ergebnis von dir zu bekommen. Dankeschön, Gerd. Bitteschön. Inwobau. Ihr Partner von Anfang an. Inwobau. Der Kunde und seine Wünsche stehen an erster Stelle. Inwobau. Über 3000 erfolgreich und pünktlich fertiggestellte Wohn- und Gewerbeeinheiten sind Garant für Inwobau. Sandhausen. www.inwo-bau.de